Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Sanctuary. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, und damit nochmal herzlich willkommen zurück, ne? Zum heutigen Part. Ich würde gerne erst einmal hier rechts lang gehen, weil da kommt man auch unten rum. Und da ist bestimmt ein Schatz. Erstmal wieder Viecher töten. So, ich habe die wie immer hingerichtet. Psycho hat jetzt ein Level up. Ich habe gerade eben übrigens so einen Wechselstein bekommen. Ich habe keine Ahnung, wozu der gut ist. Der sagt nur hier von hell zu dunkel oder andersrum wechseln. Und das sagt mir halt einfach gar nichts aus. So, Yannick, du hast einen Skillpunkt. Was wollen wir bei dir verbessern? Den Seelenstrahl. Als nächstes holen wir dir die Combo-Heilung. So, ich bin übrigens aus Versehen einmal gegen das Teil gekommen. Verbrennung könnte ihm jetzt hier Rüstungsbruch noch verpassen. Ist eigentlich ganz praktisch. Ich muss auch mal diese Einzelfähigkeiten verbessern. Weil bisher ist ja nur der Gruppen schlechter. Wenn da nur noch ein einziger ist, bringt mir SIP tatsächlich wiederum gar nichts mehr. So, der Donnerschlag, den wollte ich schon die ganze Zeit haben. Und was verpasse ich dir sonst denn noch? Ich sollte deine Feuerangriffe verstärken. Weil Blitz hast du ja eigentlich einen extrem starken. Ich müsste ihn diese Verteidigungsfokus holen, dann könnte ich die Verteidigung noch hochboosten. Ich mache erstmal die feurigen Stiche hoch, weil die halt auch noch Blut hinzufügen können. Und bei SIP muss ich unbedingt dran denken, dass ich ihm demnächst jetzt die Einzeltechniken hole. Dass die mal stärker werden. So, hier kommt man auch unten lang. Okay, der Schalter macht hier irgendwas. Ein weiteres Level-Up-Zeichen. Das kann man eigentlich nicht verwenden. Hebe ich mir mal auf, das Level-Up-Zeichen. Okay. Damit kann ich mich hier an die Kiste, ein Kristallsplitter, absolut nutzlos. Was ist das denn? Das ist jetzt glaube ich schon die zweite oder dritte dieser Statuen, die ich finde. Ich weiß einfach nicht, was die machen. Warte mal. Tackle. So, das ist aktiviert. Wo ist der Schalter? Ich will das Ding nicht schieben, wenn ich den Schalter nicht mehr sehe. Ist der hier rechts? Nee, wahrscheinlich steht der auf dem Schalter drauf. Warte, ich schieb den mal nach links. Nee, irgendwie kriege ich diese Tür nicht auf. Wahrscheinlich hat das mit dieser komischen Statue zu tun. Die ich bis heute noch nicht verstehe. Ja, dann wieder zurück. Aber vorher nehme ich die XP da oben mit. So, die Viecher habe ich besiegt. Und bin jetzt wieder hier. Sieht aber so aus, als ob das das letzte Gebiet wäre. Ich kann den ja nur in eine Richtung schieben. Zwei Rauchbomben, okay. Hier geht es jetzt nach oben oder nach links. Hier ist Wasser, das muss erst wahrscheinlich weg, also gehen wir erstmal oben lang. Mann, dieser Sonnentempel ist echt riesig. Ich habe das Gefühl, ich kann die Wand hier einreißen. Dieses Gefühl sollte sich nicht bestätigen. So, Monster sind weg. Weiter. Den ganzen Weg hier raufklettern, was ist das denn? Ist wieder irgendein Item, was ich nicht habe.
mache ich damit? Hier ist auch Wasser. Sobald das Wasser sich hier senkt, kann ich hier eine Kiste holen. Ein Skill Resetter habe ich tatsächlich nicht einen einzigen bisher benutzt. Ich gehe mal auf Schwenn, damit ich besser an die Kiste da rankomme. Eine Monsterglocke, die wollte ich auch unbedingt haben. So, jetzt können wir hier hoch. Wieder ein paar Viecher töten. So, das kleine bisschen an XP habe ich mitgenommen. Hoden hat ein Level Up erhalten. Was gebe ich dir denn überhaupt? Ich bin gerade echt unsicher. Ich gebe ihm Meister der Heilung. Und aktiviere jetzt den Schalter hier. So war klar, dass er den Tempel anhebt. Dann kann ich auch gleich über den linken Weg wieder zurück, kann mir die Kiste holen und dann unten weiter. Also wir müssen höchstwahrscheinlich noch einen Schalter betätigen. Davon gehe ich schlicht und ergreifend aus. Der Turm wird immer höher. Sind wir schon auf der höchsten Ebene angekommen? Hier liegt eine Pfeife. Hier wohnt der Typ wahrscheinlich. Spektralhüter, ich fürchte, ich habe vorschnell gehandelt. Sobald der Turm seine volle Höhe erreicht hatte, bin ich alle hinaufgestiegen. Oben war ein maskierter Mann, der sich Zosimus nannte. Ich kämpfte gegen ihn. Er hat mich und meine Monster besiegt. Aber das war allein meine Schuld. Ich habe nicht klar nachgedacht. Nach dem Kampf hat er meinen Koi mitgenommen. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Er ist oben auf der Plattform, direkt unter der Sonne des Adlers. Aber ich fürchte, es ist bereits zu spät. Okay, dann haben wir heute noch einen Bosskampf. Da bist du ja, Hüter. Ich wusste doch, dass du früher oder später darauf kommen würdest. Ich hätte Hoden gerne schnell noch ausgewechselt. Richtig. Ich habe von hier oben aus beobachtet, wie du dich in den Sonnenpalast gewandert hast. Gewandert bist. Hat lange genug gedauert. Allein deine Bemühungen sind zwecklos. Du kommst zu spät, um die Verschiebung zu verhindern. Wir wissen, wer du bist, Alchemist. Das treibst du mit der Sonne des Sonnenpalastes. Du bist also ein Spektralbegleiter. Mir ist es egal, ob du ein Spektralhüter bist. Hüter ist Hüter. Du hast ja keine Ahnung, wie sehr wir euren Orden verabscheuen. Aber um die Frage deines Tieres zu beantworten, ich habe einen Vorgang innerhalb der Sonne ausgelöst, der sich Verschiebung nennt. Oh Gott, die Sonne ist direkt über uns. Erkenne die Macht von Zosimus, vom alten Orden der Alchemisten. Oh nein. Die Sonne, was hast du mit ihr gemacht? Ich sagte doch, dass all deine Bemühungen zwecklos sind. Die Sonne hat sich verschoben und die gesamte Zuflucht wird bald der Dunkelheit verfallen. Vielleicht kann ich dir ja noch eines deiner Monster abnehmen. Ich fordere dich zum Duell heraus, Hüter. Wir müssen seine Herausforderung annehmen. Das ist vielleicht die einzige Möglichkeit, die Zuflucht zu retten. Okay. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Der hat ein Auge. Und er hat diesen Koi. Die meisten seiner Monster sind gegen Magie und Wind schwach. Da können wir diese Dreier-Kombi erstmal benutzen.
Ich muss niesen. Sorry, ich musste niesen. Erstmal Kraft. Sobald Sven seine Kombos rausgehauen hat, wechsle ich ihn auch aus. So, und ich passe jetzt auch auf, dass Ruhm mit drauf ist. Die Tränke nutze ich nach Möglichkeit. Ich habe jetzt zigtausend davon. Und das ist der, der auf jeden Fall zuerst sterben muss. Sven. Einmal den Massentrank, bitte. Ich muss unbedingt das Auge zuerst vernichten. Dieses Auge muss weg. Weil das ist mega stark. Oh, die hauen auch gut die Debuffs raus. Ja, Sven ist schon tot. Super. Haben ihn direkt zu Anfang verloren. Diese Augen, die sind einfach extrem schlimme Gegner. Ich bin ja froh, dass ich selber einen von denen habe. Wir haben Psycho verloren, bevor er seinen Donnerschlag machen konnte. Ja, mach erstmal Lebenskanalisierung und Methoden heilig Sip. Nein, genau die Falschen kriegen nochmal Nebenschaden. Aber wenigstens ist das Auge tot. Ich finde immer noch, diese Augen sind die schlimmsten Gegner, die man kriegen kann. So, wieder Lebenswelle, weil das halt echt gut. Und verpasst auch noch Buffs. Mach mal bitte ein Arkadenschild auf Zip. So, Feuer zieht hier gerade ganz gut. Das Auge ist das einzige, was wirklich stark ist von den Viechern. Sowohl dieses Came als auch diese Cthulhu. Der Cthulhu ist eher ein Heiler. Als auch die Schnecke. Also da sind drei Viecher, die nicht wirklich stark sind. Beim Koi weiß ich es noch nicht. Na gut, dieses Schleimmonster, was da mich die ganze Zeit angreift, ist auch nicht besonders stark. Ja, ich bin zwei losgeworden. Und der dritte stirbt auch gerade fast. Also den Kampf, den gewinne ich höchstwahrscheinlich. Ich darf nur nicht Zip verlieren. Nein! Nein, wir haben unseren stärksten Kämpfer verloren. Hättest du nicht Hoden erwischen können? Das Schlimme ist, Sunny ist auch gerade fast am Sterben. Hoden, du musst die ganze Zeit heilen jetzt. Sunny muss das regeln. Ey, das Dumme ist, ich habe auch nichts, was wirklich gegen den hier stark ist gerade. Weil der Einzige, der jetzt noch Feuer hätte nutzen können, ist tot. Also gegen die beiden kann ich wenigstens noch hier anstinken. Ich töte jetzt erstmal den. Je weniger ich jetzt habe als Gegner, desto besser. Ey, das ist gerade... Das läuft hier gerade so noch gut, ne? Wiederbeleben. Ich bin froh, dass Yannick das kann. Das Dumme ist, jetzt hat er die Buffs nicht mehr. Ich muss von im Prinzip her eigentlich jetzt einmal Segen machen, weil der braucht Ruhm. Wäre aber auch die Chance gewesen, die Schnecke endlich loszuwerden. Ah gut, Sunny wurde verfehlt.
Mach einmal Lebenskanalisierung, ich heile dich mit Hoden hoch. Weil Sunny braucht das auch. So. Jetzt endlich die Schnecke weg. Ach, jetzt kriegst du endlich Frost. So, das Dumme ist, der ist gegen Wasser stark. Jetzt bringt mir auch Sunny nicht mehr wirklich was. Ich kann jetzt nur noch die Luft sicher reinhauen und hoffen, dass der daran verreckt. Bevor ich verrecke. Mach die Krallen erstmal. Vielleicht blutet der. Schade. Hoden, hier kannst du endlich mal was machen. Erstmal die Luftsichel. Boah, ey, das ist gerade so gut gegangen. Das hätte auch anders ausgehen können. Eine Zufluchtsmarke. Jetzt habe ich die zweite davon. Du hast mich besiegt. Dafür hast du dir meinen Respekt verdient, Hüter. Du kannst das Monster haben, das ich dem anderen Hüter, der mich herausgefordert hatte, abgenommen habe. Aber das wird die Verschiebung nicht aufhalten. Lebe wohl, Hüter. Vielleicht sehen wir uns wieder. Nein, hallo? Die Sonne ist nach wie vor verhindert. Was sollen wir jetzt machen? Es ist, wie ich befürchtet habe. Die Verschiebung kann nicht aufgehalten werden. Was wird jetzt passieren? Die Sonne und der ganze Sonnenpalast werden verdunkeln. Aber das ist nur der Anfang. Alle Monster, die in der Wildnis der gesamten Zuflucht leben, werden von dieser Katastrophe betroffen sein. Ihr Naturell wird sich Richtung Dunkelheit verschieben. Sie werden aggressiver und gefährlicher. Die Zuflucht, wie wir sie kennen, könnte sich für immer verändern. Aber wenigstens hast du deinen Koi wieder. Was war das? Dein Koi hat sich gerade auf uns zubewegt. Koi, trotz allem bin ich froh, dass wir wieder zueinander gefunden haben. Aber Koi, es scheint, dass du dich auch zur Dunkelheit hin verschoben hast. Aber was soll's, ich bin mir sicher, dass du zu dieser Verschiebung gezwungen warst. Du bist noch mein Freund wie eh und je, Koi. Hm? Wo willst du hin, Koi? Er bewegt sich auf die Sonne zu. Warum? Koi? Der Fisch hat sich geopfert. Die Sonne ist wieder normal, aber was ist mit deinem Koi passiert? Ich fürchte, dass mein Koi sich geopfert hat. Für uns, für die gesamte Zuflucht. Vielleicht hat seine selbstlose Tat die Sonne wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt. Aber ich spüre, dass die Sonne auf eine Art immer noch verschoben ist. Nicht dunkler oder heller, aber ich spüre immer noch einen Unterschied. Du könntest immer noch einigen verschobenen Monstern in der Zuflucht begegnen. Aber wenn ich mit meiner Vermutung richtig liege, hat Koi's Opfer die Sonne wieder ins Gleichgewicht gebracht. Das bedeutet, dass du vielleicht noch einigen zur Dunkelheit verschobenen Monstern begegnen könntest, aber auch, dass noch zur Helligkeit verschobene Monster unterwegs sein könnten. Da kommen zwei Eier runter. Sieh dir das an. Etwas ist aus der Sonne heruntergekommen. Das sind zwei Eier der gleichen Art. Das ist ein Wunder. Der Kreislauf des Lebens hat neu begonnen. Denn das sind hier sind Koi-Eier. Du solltest dir eins nehmen. Du hast es dir verdient. Damit kann ich mir einen Koi machen. Und ich möchte dir auch noch eine andere Belohnung geben. Du musst wissen, dass es auch noch einen anderen Weg, ein Monster zu verschieben. Dieser Schubstein kann für einen Heilschub, Hellschub oder einen Dunkelschub eines Monsters eingesetzt werden. Setz dies ein, wie du möchtest. Wie wir heute gesehen haben, kann sich selbst ein zu dunkler verschobenes Monster gut sein, wenn es mit Liebe und Respekt behandelt wird. Jedenfalls wird ein verschobenes Monster mächtiger, allerdings auf verschiedene Arten, je nachdem, ob es einen Hellschub oder Dunkelschub erfahren hat. Diese Schubsteine sind sehr selten, aber du könntest in der Zukunft noch mehr davon finden. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe. Du hast die Zuflucht vor einer großen Katastrophe bewahrt. Leb wohl, Spektralhüter. Der Alchemist hatte noch eine dieser Zufluchtsmarken. Vielleicht wissen der Verwalter oder das Orakel, wo du mehr finden kannst. Ja, ich speichere jetzt aber endlich mal. Die Aufnahme hier, die geht schon recht lange. Und ich muss wahrscheinlich den Kampf von gerade eben auch ein bisschen zurechtschneiden. Ein bisschen weg. Weil sonst habt ihr ein halbes Stunden Video. Mindestens.
Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!